Hallo, bevor es losgeht, wollte ich nur sagen, es gibt eine Content-Warnung für das folgende Stück. Toll, das iPad denkt, ich rede mit ihm, vielen Dank. Es gibt eine Content-Warnung für das folgende Stück. Und zwar Selbsttötung. Femizid. Corona, ja, und sieht er nur. Also wer diese Themen nicht abkann, der hört bitte nicht. Gut, vielen Dank. Es geht jetzt los. Viel Spaß. Also Dieter Nuhr, ja. Dieter Nuhr ist ja als Kabarettist so eher so eine Art Beruhiger. Das ist ja so schön an ihm, wirklich. Das mag ich. Es gibt ja so viele Comedians und Kabarettisten, die immer so voll auf die Kacke hauen. Immer hier Merkel blöd, alles schlimm. Racial Profiling. Scholz lässt Brechmittelfolter zu. Immer erinnern die an Missstände in der Gesellschaft, als ob das die Aufgabe von politischem Kabarett ist. In Wirklichkeit ist doch aber das Ziel von Kabarett im Fernsehen nicht, dass die Mächtigen vorgeführt werden. Und dass das Kabarett zur politischen Bildung im Land beiträgt, das wäre ja utopisch. Sondern dass man sagt, hier Greta, bleib mal locker, klar geht die Welt unter, aber es geht anderen schlimmer als dir, darum meckert man nicht. Und das macht er nur. Erfolgreich. Und das macht er auch seit vielen Jahrzehnten schon so. In den 90ern habe ich ihn das erste Mal gesehen und da kam man gerade mit einem blauen Auge aus der ständig schwelenden Gefahr eines Atomkriegs. Da kam das gerade recht, dieses in den 70ern dachten wir noch alle, die Welt geht bald unter Nummer. Und auch Corona, da haben wir jetzt seit August etwa nur 9000 Corona-Tote. Das ist ja auch nichts, wo man Panik bekommen sollte. Das entspricht nur etwa meiner kompletten Heimatstadt. Und man soll ja Tote nicht gegeneinander aufwiegen, darum betont man das dreimal, bevor man es macht. Aber das entspricht auch etwa allen, die sich in einem durchschnittlichen Jahr das Leben nehmen in Deutschland. Von Selbstmord hört man ja nicht so oft, weil Zeitungen lieber nicht davon berichten, weil es Nachahmer geben kann. Klingt aber nicht so viel, oder? Nur so viele Corona-Tote wie Freitode in Deutschland, bisschen weniger sogar. Aber was ist, wenn man mit Verkehrstoten vergleicht? Wir wollen weiterhin nicht aufwiegen, weil man das nicht macht. Das ist ja ständig aber in den Nachrichten. Fahrradfahrer stürzt tödlich nach Kollision mit Porsche oder so. Man kennt das. Tja, gibt es Stand August 2000. 20 gibt es mehr als doppelt so viele Corona-Tote wie Verkehrstote im ganzen Jahr. Klingt irgendwie mehr, oder? Was macht Nuhr in seiner deeskalativen Art? Er vergleicht einfach mit der häufigsten Todesursache. Das ist ein Geniestreich, den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da sehen die Corona-Opfer natürlich dann echt winzig aus, aber in den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da sind auch immer Herz bleibt stehen, weil Patient 120 Jahre alt ist und der ganze Körper versagt mit drin. Also quasi natürlicher Tod, weil immer wenn der Arzt nicht weiß, was es genau war, kommt Todesursache Herzversagen in den Totenschein. Aber das mag ich halt so an dem nur. Nur nichts überstürzen, nur mit der Ruhe, nur keinen blinden Aktionismus. Erst einmal schauen, ob meine Oma nicht auch am Leben bleibt, wenn ich im Bus keine Maske aufsetze. Und wenn sie dann doch stirbt, dann geht's anderen schlimmer. Herr Surbier von dem Mann ist nämlich zusätzlich der Opa gestorben. Aber jetzt in den letzten Wochen da ist, und das muss man sich mal vorstellen, da ist Kritik an einem Auftritt von Dieter Nuhr laut geworden. Kritik! Da macht er nichts Schlimmes und wird kritisiert, wie infam. Und eine Kollegin und gute Freundin von Nuhr, wie es scheint, die wurde, nachdem die Anwohner der Gegend unruhig wurden, als sie auftreten sollte, ausgeladen. Da vergleicht er Nuhr plötzlich keinen beschwichtigen Vergleich, wie beim Klima oder Corona, da sagt er, es sei wie. Sucht sich aber trotzdem eine Sache aus, mit der sein normales Gimmick auch gut funktionieren würde. Wir untersuchen das mal. In der FAZ schreibt Nuhr ungewohnt alarmistisch, der Shitstorm ist die Hexenverbrennung des 21. Jahrhunderts. Ja, das muss man sich erst einmal auf der Großhirnrinde zergehen lassen. Die Hexenverbrennung des 21. Jahrhunderts. Wir wollen, wie gesagt, die Toten ja nicht gegeneinander aufrechnen, weil man das ja nicht macht, aber wie viele Leben haben Hexenverbrennungen ausgelöscht? Wikipedia schreibt, dass insgesamt 3 Millionen Menschen als Hexen der Prozess gemacht wurde. Das ist eine Schätzung, 3 Millionen.
und hingerichtet davon wurden etwa 40.000 bis 60.000. Da Nur ja nicht von Hexenprozessen spricht, sondern von Hexenverbrennungen redet, nehmen wir einmal die kleinere Zahl. Obwohl der Höhepunkt der Hexenverfolgung im 16. und 17. Jahrhundert war, gibt es sie bis heute, insbesondere in Afrika, Südostasien und Lateinamerika, noch immer. Man könnte also sagen, dass die Hexenverbrennungen des 21. Jahrhunderts sind, aber lassen wir uns mal nicht irritieren. Der Dieter Nuhr war sicher erregt und hat da ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Wie viele Todesopfer haben wir aber nun Shitstorms zu verdanken? Tod durch Shitstorm liefert keine Suchergebnisse. Selbstmord nach Shitstorm liefert auch keine Suchergebnisse, zumindest keine, die passen. Also da gibt es Shitstorms, findet man in den Suchergebnissen, die nach der Trauerrede von jemandem kamen oder nachdem die Katze von jemandem gestorben ist, aber kein Tod durch Shitstorm. Das ist komisch, fast als wäre der Vergleich so ein bisschen, als würde der so ein bisschen hinken, der Vergleich von dem Dieter Nuhr. Da redet Dieter Nuhr immer vom Panikmache und Mahnruhe. Und er selbst findet das, wenn einer seiner Artikel gelöscht wird, sei so schlimm wie 40.000 bis 60.000 Tote. Dabei, wenn man einen Shitstorm mit einer Hexenverbrennung vergleicht, dann ist das irgendwie gar nicht so schlimm im Vergleich, oder?